Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich habe eigentlich relativ viel vor in diesem Part, zumindest versuche ich endlich mal was auf die Kette zu kriegen. Ich wollte in den Schlafsaal, genau. Gryffindor Gemeinschaftsraum, Jungenschlafsaal. Nehme ich. So, denn ich habe vor, zumindest die wichtigsten Aufgaben jetzt zu erledigen. Ich glaube, dass ich nicht alle erledigen muss. Ich glaube zumindest, dass ich eine Hausaufgabe jetzt nicht unbedingt machen muss. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich habe keinen Bock mehr auf Hausaufgaben. Ich bin schon viel zu alt für Hausaufgaben. Nein, geh jetzt da hoch. Böser Harry. Böser Harry. So, da ist ein Buch. Schnapp es dir. Ich wette, Neville wird in Kräuterkunde gut abschneiden. Klar doch. Fleischfressende Bäume der Welt. Das brauchen wir für Professor Sprouts Aufsatz. Hermine, könntest du mir nicht ein ganz klein wenig helfen? Na, dann mal los. Was? Echt jetzt? Daher, okay, bringen wir die Aufsätze zu Professor Sprout. Jawohl. Dann tun wir das doch. Halt, Sekunde. Ich brauche meine Füße. Bingo. Da steht jetzt auch noch Cho Chang. Zu der werde ich jetzt aber nicht gehen. Ich hoffe nämlich sehr, dass es hiernach endlich mal mit der Story so ein bisschen weitergeht. Weil eigentlich passiert ja noch ziemlich viel im fünften Part. Also im fünften Teil von den Filmen, Büchern, der Geschichte. So. Wissensdurst. Ein gesunder Geist ist ein wacher Geist. Ach, wie gesagt, er wiederholt sich. Er wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Naja. Professor Sprout. Moment. Hier lang? Hier lang. Okay. Das ist wirklich, es ist einfach wirklich so. Sobald man diese Karte nicht mehr hat, beziehungsweise sobald man sich, man verlässt sich einfach hundertprozentig auf diese komische Karte und findet sich selbst in dem Schloss überhaupt nicht mehr zurecht. Ich meine, ich bin sowieso jemand, der sich ständig verfranst. Aber ich glaube, ohne diese Karte wäre ich hier total aufgeschmissen. Professor Sprout, hier sind die Aufsätze über selbstdüngende Sträucher. Hervorragende Arbeit. Sogar mit erstklassigen Bildern. 10 Punkte für Gryffindor. Wenn Sie Kräuterkunde üben möchten, können Sie als Zackschüler jederzeit das Gewächshaus nutzen. Okay. Und jetzt? Habe ich keine Aufgabe mehr. Was fange ich nur an mit meinem Leben? Nächstes Mal will ich unbedingt nach Hogsmeade. Kommst du mit? Wann ist denn wieder Hogsmeade? Ich will auch. Ich darf ja jetzt endlich. Nachdem mein... Wisst ihr, was ich mich frage? Ich meine... Im dritten, Ende des dritten Teils hat Sirius ja... Der hat keine Aufgabe für mich. Ich geh einfach nochmal zu dem und frag den, ob irgendwas, weil und so. Wisst ihr Bescheid, ne? Nochmal, am Ende vom dritten Teil hat Sirius ja für Harry die Erlaubnis unterschrieben, dass er nach Hogsmeade darf. Mal abgesehen davon, dass, okay, er ist sein Pate, aber er war einfach... Ein Mörder auf der Flucht, das wurde akzeptiert? Als Erlaubnis dafür, dass Harry nach Hogsmeade darf? Ja, ist okay, du bist zwar ein Mörder, der auf der Flucht ist und wir in der Zaubererwelt möchte dich gerne wieder hinter Gittern sehen, aber okay, du gibst ihm die Erlaubnis, nach Hogsmeade zu gehen. Kein Problem. Ich finde das sowas von absurd. Das ist total seltsam. Aber gut. Manchmal muss man die Welt nicht verstehen. Chip, 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 chip. Boah, ich liebe diese Korridore, ne? Die sind so geil. Alter, renn mich doch nicht um, ey.
Passt mal auf, wo du hinläufst. Viaduktzugang. Blendend geht's mir. Ich weiß es nicht, ich kann hier nicht lesen. Ich fragte gerade, stehst du heute wieder am Tagespropheten, Potter? Ich weiß es nicht. Ich wüsste es ja gerne, aber ich weiß es nicht. Ah, Potter. Nach Ihren letzten kläglichen Versuchen der Zaubertrankbereitung erwarte ich von Ihnen 12 Zoll Pergament über die Eigenschaften von Mondstein. Aber ich habe schon jede Menge Hausaufgaben. Und, Potter, wenn Sie nicht wenigstens mit annehmbar abschneiden, gibt's Ärger. Ich weiß, wo das Problem liegt. Ich weiß, wo das fucking Problem liegt. Entschuldigt den Ausdruck. Aber ich glaube, ich muss nochmal mit diesem Gemälde sprechen. Irgendwie speichert der meine Fortschritte nicht. Also irgendwie... Ach Leute, ihr steht mir dezent im Weg. Könntet ihr bitte... Danke. Ron, geh... Danke. Toll. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich weiß, welches Buch du brauchst. Wir können in der Bibliothek nachsehen. Okay, jetzt gehe ich nochmal in die Bibliothek und dann spreche ich nochmal mit dem komischen Bild und dann gehe ich nochmal den Tagespropheten holen. Weil mir ist nicht aufgefallen, dass die nicht rot geleuchtet haben. Jetzt weiß ich, wo mein Problem lag. Es tut mir sehr leid, dass ich im letzten Part so ausgerastet bin. Aber es war einfach auch, es war schwierig. Es war sehr schwierig. Ich habe ja jetzt übrigens den neuen Fluch der Karibik-Teil gesehen. Jetzt, warum rennst du auf einmal in die andere Richtung, Harry? Ich bitte dich. Meine Fresse. Wo war ich? Genau, neuer Fluch der Karibik-Teil. Fand ich persönlich sehr, sehr gelungen. Und ein würdiger Abschluss für die Serie. Wobei ich wirklich, 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 wirklich hoffe, dass es der Abschluss ist. Weil, wenn da jetzt noch irgendwas hinterherkommen sollte, irgendwann, dann ist das definitiv Ausschlachterei. Und ich habe eigentlich gehofft, dass es nicht so ausgeschlachtet wird, wie alles andere es immer wird. So wie Star Wars und der ganze Kram. Wo ich mir gerade echt denke, so, was zum Henker tut ihr da? Star Wars ist eine wundervolle, abgeschlossene Reihe gewesen. Eintreten, Harry. Und ihr verschandelt das jetzt des Todes, indem ihr hier Part, 3.5, Part 7, Part 8, Part 7.5, Part... Brauchst du Zaubertränke und Zaubergebräue. Ja, danke. Indem die da noch 50 Parts hinterherhauen, die irgendwo entweder zwischendrin stattgefunden haben oder aber einfach eine Fortsetzung sein sollen, die ich einfach als solche nicht akzeptieren möchte. Ich will das nicht. Ja gut, okay. Wie gesagt, jedem das seine, aber ich selber bin jetzt nicht so geneigt dazu, diese Fortsetzungen der Reihen als... Ich weiß nicht, ich finde das einfach schwierig. Sehr, sehr schwierig. Zaubertränke und Scherbegebrühe. Und hier ist aber immer noch kein Buch. Ich, verstehe es leider immer noch nicht. Hm. Okay. Das Spiel macht es einem auch echt nicht einfach, das muss ich schon sagen. Ich bin... mäßig verwirrt, um es noch milder auszudrücken. Ich probiere das jetzt gleich mit dem Tagespropheten. Mit dem Tagespropheten nochmal. Wenn das auch wieder nicht klappen sollte, verliere ich wirklich langsam die Motivation an diesem Spiel. Und dann werde ich mir definitiv andere Let's Plays anschauen, um zu gucken, ob es bei denen funktioniert hat. Denn hier, wie offensichtlich jetzt feststellbar ist, geht bei mir nichts. Hier ist nirgendwo ein Buch. Es ist nicht da. Es sei denn, ich muss wieder irgendwelche Zauber hier auf die Regale wirken, die ich nicht kenne oder von denen ich... Er visiert die ja nicht mal an. So, der visiert einfach gar nichts an, wenn ich hier stehe. Und dasselbe wird er wahrscheinlich in der verbotenen Abteilung tun.
beziehungsweise nicht tun, weil er macht nie irgendwas. Harry macht nichts. Harry ist ein nutzloser. Ich führe diesen Satz jetzt nicht zu Ende. Das wäre fies. Nein, ist aber wirklich so. Hier ist nichts. Hier ist nirgendwo irgendwas. Jetzt probiere ich das mit dem Tagespropheten noch einmal. Wie gesagt, und falls das nicht funktionieren sollte, werde ich diesen Part beenden. Werde mir Let's Plays anschauen und gucken. Mein lieber Schwan, wenn das nicht Harry Potter ist. Ich habe alles über dich gelesen. Stehst ja ständig in der Zeitung. Ja. Aber das meiste ist nicht wahr. Nicht wahr? In den Zeitungen steht es schwarz auf weiß. Allerdings habe ich auch schon lange keine Zeitung mehr gesehen. Ja. Kann ich die Abkürzung hinter Ihrem Porträt benutzen? Oh, nein, nein, die ist nur für Bedienstete. Naja, vielleicht könnte ich ja mal eine Ausnahme machen. Verrate mir die Schlagzeile des Tagespropheten und ich lasse dich durch. Okay. Okay. Alles klar, dann probiere ich das doch mal. Indem ich dann jetzt nochmal in die Eingangshalle, in die große Halle gehe. So. Ich probiere das jetzt ohne die Füße. Quatsch mit Soße. Ich kann das. Durst. Ich bin mir sicher, dass ich das kann. Ist ein wacher Geist. Kann man das nicht irgendwie überspringen? Ich glaube, ich hoffe, man kann das irgendwie überspringen. Ein toller Tag zu lernen. Tun die Beine ein wenig weh. Ich hier irgendwie schon seit einer Stunde im Schneidersitz auf diesem Stuhl sitze. Liegt der noch hier? Tragischer Tod eines Ministeriumsangestellten. Broderick Bode, tot in seinem Bett im St. Mungo aufgefunden. Er wirkt von einer Teufelsschlinge. Yep, die er zu Weihnachten von irgendwem geschenkt bekommen hat. Ich habe mir vor kurzem das Hörbuch zum 5. Teil nochmal angehört. Und hab da tatsächlich das erste Mal die gesamte Handlung wirklich verstanden. Das fand ich ein bisschen erschreckend, weil das ja wirklich nicht das erste Mal war, dass ich das Buch mir angehört habe, oder? Wissensdurst. Du darfst eintreten, Harry. Das war nicht das erste Mal, dass ich die Geschichte komplett durchgegangen bin. Gut, damals, als ich das erste Mal gelesen habe, so das allererste Mal, da war ich, wie alt war ich da? 13 ungefähr? Irgendwie so. Von daher. Einen schönen Tag wünsche ich. Dankeschön. Tragischer Tod eines Ministeriumsangestellten. Bingo. Interessant, was? Gut, das Passwort ist keine Neuigkeiten, sind gute Neuigkeiten. Absolut. Okay. Nochmal. Kurz gucken, ob hier jetzt irgendwo ein Buch ist. Hermine? Sehen wir in der Bibliothek nach. Wo befinden wir uns denn gerade? Schau dich bitte mal um, Miss Granger. Okay, okay, okay. Regen wir uns nicht auf. Ich habe keine Ahnung, wie wir an dieses verkackte Buch rankommen. Warte, aber jetzt die Aufgabe ist doch offiziell... Ja, tatsächlich. Cho möchte Levi Corpus lernen. Die wollen mich doch alle veräppeln. Snape Hausaufgabe. Nein, da unten ist ja Snape. Ich will ja die Hausaufgaben fertig kriegen. Es geht aber nicht, weil hier nirgendwo ein Buch ist. Es gibt kein Buch. Weil ich nicht in der fucking verbotenen Abteilung bin. Ich weiß, es tut mir leid. Aber warum sollte es jetzt da sein, wenn es gerade die ganze Zeit nicht da war, ne? So. Wenn ich gehe hier jetzt auch relativ flott durch, weil ich hier jetzt schon zum 50. Mal durchgehe und es einfach nirgendwo ist. Wenn ich hier irgendwas anvisieren könnte. Mensch, wüsste ich ja, wo es ist. Hier ist nirgendwo was zum Anvisieren. Und wieder ein halbwegs verschwendeter Part. Das Einzige, was ich getan habe, sind Hausaufgaben. Irgendwelchen Leuten irgendwelche Zauber beibringen. Wobei, das war, glaube ich, im letzten Part. Aber trotzdem. Irgendwie nervt es mich, dass ich dieses verkackte Buch nicht finde. Muss ich die Hausaufgaben unbedingt machen? Ich will das nicht. Ich habe keinen Bock auf Hausaufgaben. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ich verstehe das nicht. Wir sind in der Bibliothek. Hast du auch bemerkt, dass Cho Chang sich in Harrys Gegenwart komisch benimmt? Oh, Surprise! Obwohl, sie ist ja auch Tornados-Fan. Da muss man ja irre sein.
Zaubertränke und Zaubergebräue findest du in der Zaubertrankabteilung. Und wo ist die? Wir müssen auf den Regalen in der Zaubertrankabteilung nachsehen. Zaubertrankabteilung. Wo ist die Zaubertrankabteilung? Sieht man das hier irgendwo? Ich drücke rückwärts, verdammt nochmal, Harry! Gibt's irgendwas, was ich triggern muss, damit das Buch erscheint? Oder so? Ich meine. So, wenn ich jetzt hier bin, sagt ihr dann irgendwas anderes? Sehen wir in der Bibliothek nach. Zaubertränke und Zaubergebräue findest du in der Zaubertrankabteilung. Wir müssen auf den Regalen in der Zaubertrankabteilung nachsehen. Okay. Zaubertrankabteilung. Wo ist in dieser Bibliothek die Zaubertrankabteilung? Die ist nicht ausgeschildert, Mann. Ich könnte so neonleuchtende Schilder, Blinkschilder gebrauchen, die mir anzeigen, da ist das Buch, das du suchst. Da. Nirgendwo anders. Eigentlich bin ich mega gerne in Bibliotheken. Aber wenn das so ausartet, habe ich da relativ wenig Bock drauf. Wirklich wenig Bock. Meine Güte, ganz schön windig heute. Was ist das? Was wird das eigentlich, Mann? Sind das irgendwelche Hinweise, die der mir geben will? Oder ist er einfach nur darauf aus, mich zu erschrecken und seltsame Dinge zu sagen? Ich verstehe es nicht. Okay, ich bin schon wieder bei 17 Minuten. Wir sind in... Ich wüsste nicht, warum das in der verbotenen Abteilung sein sollte, aber ich bin jetzt einfach alles auch schon 50 Mal durchgegangen und ich sehe hier kein Buch. Das genau ist gerade mein Problem. Ich komme nicht weiter. Irgendwas mache ich anscheinend wieder falsch. Offensichtlich bin ich zu blöd, um Let's Plays zu machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich beende den Part auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ja. Es tut mir leid, dass ich im Moment so überhaupt nicht weiterkomme. Aber ich bin jetzt wirklich schon zum 50. Mal hier in dieser verbotenen Abteilung gewesen. Hab Snape definitiv angesprochen, brauche dieses Zaubertrankbuch und es ist nicht hier. Also ich werde mir jetzt irgendwo ein Let's Play von jemand anderem anschauen, werde gucken, wo derjenige und wie derjenige diese Aufgabe gelöst hat. Wenn das Buch bei demjenigen da war und bei mir nicht, habe ich ein Problem. Ja. Gut, jedenfalls, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Vielen Dank nochmal an TARDIS für die Tipps. Ohne ihn, ohne dich, wäre ich wahrscheinlich niemals darauf gekommen, dass ich auf diesen komischen Pult Zauber wirken muss, damit mir eine Eule den Tagespropheten vor die Nase wirft. Es ist utopisch, sowas zu wissen. Wahnsinn. Vielen Dank nochmal für den Tipp und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.